Ich bin auf meinem Badezimmerfußboden aufgewacht. Oh, the fuck. Ah, scheiße. Wieder ein Migräneanfall. Ich murmle das jedes Mal zu mir selbst, wenn ich in einem Teil meines Hauses aufwache, das üblicherweise nicht als Schlafbereich vorgesehen ist. Ihr müsst verstehen, dass Migräneanfälle einen Großteil meines Lebens ausmachen. Seitdem ich 6 Jahre alt war, um genau zu sein. Der Grund? Den wüsste ich auch gern. Die Ärzte sagten, dass so viele Dinge dafür verantwortlich sein könnten, dass es besser wäre, mich einfach mit Medikamenten vollzupumpen. Also, hier liege ich, auf meinem Badezimmerboden mit meinen Migränetabletten in der einen Hand und in der anderen meine verfickte Zahnbürste. Muss wohl meine Zähne geputzt haben, als ich umfiel. Ich bemerkte etwas. Blut. Oh fuck, habe ich mir den Kopf? Nein, hatte ich nicht. Ich habe meinen Kopf abgetastet. Während ich über ihn strich, spürte ich keinen Schmerz oder sah Blut, als ich meine Hand herunternahm. Heilige Scheiße, dachte ich, während ich aufstand. Ich muss Hilfe holen und so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ich schaute hinüber zur Tür und das Blut. Scheiße, Alter. Das Blut war überall. Auf den Wänden verteilt, dem Teppich, selbst auf der Deckenlampe, was darin resultierte, dass das halbe Zimmer in einem unheimlichen Rotton beleuchtet wurde. Christus Allmächtiger. Was in Gottes Namen ist hier passiert? Ich flüsterte zu mir selbst, versuchte mich irgendwie zu beruhigen, um den immensen Shitstorm der Angst, der sich in mir aufbaute, zu unterdrücken. Ich machte einen Schritt, dann einen weiteren. Ich erreichte die Tür und stützte mich gegen den Rahmen. Vor mir tat sich ein wahres Gemetzel im Gang auf. Blut, Stückchen, Erbrochenes, Scheiße waren auf dem Boden und an den Wänden verteilt. Fleischige Massen pulsierten und sickerten von den Wänden. Ich versuchte, meinen Mageninhalt innezuhalten, aber schaffte es nicht. Ich erbrach mich und ließ meine Zahnbürste und meine Medikamente fallen. Ich stieß Schreie aus. Schreie, die aus einer überwältigenden Angst und Furcht kamen. Gott, hatte ich Schiss. Ich wollte am liebsten wegkriechen und von da verschwinden. Ich hätte alles getan, um mich von dem zu befreien, was ich sah. Alles. Oh mein Gott, bitte nicht. Nein, 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 nein. Dann sah ich es. Ich schwöre bei Gott, ich habe es gesehen und ich bin mir dabei sicher, wie bei nichts anderem in meinem Leben. Ich habe es gesehen. Die Kreatur war die reine Verkörperung von allem Grotesken und Ekelhaften. Ein Haufen von Fleisch und Zähnen, Knochen und Knorpeln schwang langsam mit einem knackenden Geräusch um die Ecke. Es öffnete sein Maul und innen sah ich das finsterste Schwarz, das ich je gesehen hatte. Ich wich vor Angst zurück, als seine Augen mich anschauten. Ich stand an der Seite des Türrahmens, als es einen Schrei ausstieß, den ich nie vergessen werde. Es war ein Wehklagen von 1000 Schreien, alle in verschiedenen Lautstärken, in verschiedenen Stimmlagen, die wie bei einem Mord kreischten, mich anschrien und bettelten, einen Schmerz zu beenden, den sie schon viel zu lange ertragen hatten. Ich schrie aus Angst zurück und versuchte irgendwie das Ding davon abzuhalten, meine Ohren zu malträtieren. Halt die Fresse! Halt deine dumme Fresse! Es stoppte. Es sah mich beinahe verwirrt mit seinen schwarzen Augen an. Es bewegte sich. Ein Stück vorwärts, hielt wieder an, dann wieder nach vorne, stoppte wieder, ging wieder zurück, hielt wieder und nahm dabei nicht einmal die Augen von mir. Es sprach. Verstehst du, warum das passieren muss? Seine Stimme war unnatürlich tief, mit einem leisen Flüstern dahinter, als würden 2 Leute gleichzeitig sprechen. Was? Ich verstehe nicht. Ich versuchte klar zu sprechen, aber die Angst schnürte meinen Hals zu. Verstehst du? Es projizierte seine Stimme so tief und laut in mein Gehirn. Es schossen Gefühle der Verzweiflung und des Schmerzes zusammen mit seinen Worten in meinen Kopf. Gott, hör auf! Bitte hör auf! Meine Stimme war schwach. Es erschöpfte mich, dass es sprach. Verstehst du? Verstehst du? Tust du? Tust du? Es hob wieder seine Stimme. Hör auf. Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht.
Ich arbeitete an diesen Worten, während ich den Türrahmen schwach herunterrutschte, da ich mein eigenes Gewicht kaum tragen konnte. Ich schloss für einen Moment meine Augen, öffnete sie wieder und es war genau vor meinem Gesicht. Das Leben kehrte wieder in mich zurück und ich sprang auf, nur um es von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Es spähte in mich hinein und stieß dann diesen schrecklichen Schrei aus, während es seine grotesken Zähne zeigte. Ich konnte seinen Atem riechen, den Gestank von Tod und Verfall. Schmerz schoss durch meinen Körper, als ich versuchte, die Bilder, die er mir in den Kopf pflanzte, zu verdrängen. Kinder verbrannten. Gequälte Männer und Frauen lagen in ihren Eingeweiden. Meine eigene Mutter hing entblößt an einem Strick. Mein Bruder wurde von grünen, aufgeblähten Krähen gefressen und meinem Vater lief eine Flüssigkeit aus Mund und Ohren. Er rief um Hilfe, während hunderte von Händen nach ihm griffen und ihn in Stücke rissen. Aufhören! Oh Gott, bitte! Ich weinte, schrie mit meinem ganzen Wesen, damit es aufhörte. Es stoppte. Ich öffnete meine Augen und es war weg. Ich durchsuchte den Gang und alles war normal. Kein Blut, kein was zur Hölle das auch immer war. Es war alles normal. Oh mein Gott. Ich zitterte vor Entsetzen. Was ist da gerade passiert? Ich war erleichtert, dass ich kein Blut mehr sehen konnte. Aber ich hatte Angst vor dem, was zuvor passierte. Ich ging zum Waschbecken und spritzte mir etwas Wasser ins Gesicht. Das Wasser war warm und entspannte mich ein wenig. Ich schaute zum Spiegel hoch und sah meinen Vater im Flur stehen. Er sah sehr müde aus. Ich nahm an, dass mein Geschrei ihn geweckt hatte, also drehte ich mich um mit ihm zu reden. Aber seine Augen, sie waren schwarz und er fragte: Verstehst du?